Sätzen ausgebildet. Mm. Also wir haben auf jeden Fall eine Beteiligung von Deutschland an diesem Krieg. Und die deutsche Regierung hat dann den wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages immer wieder gefragt, oder Parlamentarier haben gesagt, ja, sind wir jetzt schon Kriegspartei oder nicht? Und da hat man einfach immer versucht, also Olaf Scholz, der Bundeskanzler, sagt immer, nein, wir sind nicht Kriegspartei, wir sind nicht Kriegspartei, wir sind nicht Kriegspartei. Aber letzten Endes ist es immer eine Frage, wie beurteilen das die Russen? Und die Russen sagen ganz klar, die Amerikaner führen einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Und das sehe ich auch so. Also es ist ein Stellvertreterkrieg der Amerikaner. Und das bedeutet, um das nochmal aufzunehmen, was Sie angesprochen haben, auch die Briten und die Franzosen sind natürlich verdeckt in der Ukraine präsent. Das heißt nicht mit offiziell mit französischen Soldaten und mit britischen Soldaten, aber es wird ja auch Kommunikation abgehört. Und die Kommunikation, es wird immer abgehört, das gehört zu jedem Krieg, aber die Kommunikation, die abgehört wird, müsste eigentlich nur Russisch sein und Ukrainisch. Das wären dann, also in der Ukraine wird ja Ukrainisch und Russisch gesprochen, die Russen sprechen Russisch, Ende. Das müsste es eigentlich sein. Aber da hört man Englisch, da hört man Deutsch, da hört man Französisch. Hm. Hm. Das beantwortet die Frage. Also es ist schon jetzt ein internationaler Konflikt und die Gefahr ist, dass dieser Konflikt weiter eskaliert. Und ich glaube, das ist das, was wir verstehen müssen. Wir sind schon ziemlich tief im Sumpf. Mhm. Man kann immer noch tiefer, man kann natürlich einen Krieg über ganz Europa, man kann den Krieg, ich möchte es vielleicht so sagen, ein Krieg ist wie ein Krebsgeschwür. Und der kann immer Metastasen bilden. Und plötzlich ist da noch eine Metastase. Und dann wird Nord Stream gesprengt und Norwegen ist noch involviert. Und meiner Meinung nach haben die USA Nord Stream gesprengt. Und dann ist aber innerhalb der NATO sind ja da Norwegen und die USA und Deutschland sind eigentlich Waffenbrüder. Oder wo sind die ganzen Waffen, also wo wir schon bei diesen Metastasen sind, wo sind die ganzen Waffen hingekommen, die wir in die Ukraine geliefert haben? Also die das Pentagon hat bei 59% der amerikanischen Waffen, die in die Ukraine geliefert wurden, keine Ahnung, wo die sich aktuell befinden. Die treiben sich irgendwo auf den Schwarzmärkten dieser Welt umher und werden auf irgendwelchen Konflikten im globalen Süden, in Afrika, im arabischen Raum auftauchen und dort für sehr viel Leid sorgen. Modernste westliche Waffen, die wir in die Ukraine geliefert haben und die dort von komplett korrupten Strukturen unter der Hand weiterverkauft wurden. Also was relativ logisch ist, wenn man Waffen im Wert von Milliarden Dollar auf einen der korruptesten, also auf eine der korruptesten Verwaltungen Europas wirft, dann werden sich da sehr viel, also da werden sehr viele Leute da diese einmalige Chance nutzen, um sich selbst zu bereichern. Das konnte man vorher eigentlich schon absehen. Kämpfen die sich untereinander auch noch und dann kann auch in Russland, oder, kann eine Konterrevolution kommen, dass ein Teil der Armee Richtung Moskau marschiert und dann plötzlich kann aber auch im Gaza-Krieg kann es passieren, dann, dass die Hisbollah vom Libanon sozusagen dann Israel beschießt und dann sagt Israel, ja, wenn ihr uns beschießt, dann beschießen wir den Libanon und dann im Irak sagen die Iraker, ja, hier hat es amerikanische Militärbasen, dann beschießen wir die, dann findet man heraus, da sind aber auch noch deutsche Militärbasen im Irak, dann denkt man sich, warum sind da überhaupt Deutsche im Irak? Dann sagt man, ja, das ist halt, die sind dort, weil die den Terror bekämpfen und dann gehen die Amerikaner rein und dann beschießen die Houthis die Amerikaner und die Amerikaner beschießen dann die Houthis und dann sagen die Iraner, wenn ihr da die Houthis beschießt, dann wissen Sie, Herr von Witzleben, man kann immer die Dinge in die Eskalation hineinstoßen. Und der einzelne Mensch. Genau darum geht es bei dem Krieg gegen die Houthis. Es ist den USA und Großbritannien und ihren anderen Kumpanen, die da mitbomben, völlig klar, dass sie die Houthis militärisch nicht entscheidend schwächen. Sondern es geht nur darum, eine weitere Front gegen den Iran zu eröffnen. Es geht darum, einen weiteren Eskalationsschritt gegenüber Teheran zu vollbringen. Es geht darum, den Iran zu provozieren. Es geht überhaupt nicht darum, hier im Jemen eine militärische Veränderung zu erreichen, was man durch Luftschläge allein sowieso nicht tun wird. Saudi-Arabien bombt da seit 2015 und das vollkommen ohne Erfolg. Die Houthis kontrollieren weiterhin alle jemenitischen Ministerien und ja, ungefähr Gebiete, auf denen 3/4 der jemenitischen Bevölkerung leben. Also die Houthis haben diesen Bürgerkrieg de facto gewonnen. Dieser Konflikt wurde auch schon eingefroren und die USA und Großbritannien nutzen das jetzt, um eine weitere Front gegen den Iran eröffnen zu können. Denkt immer, ich habe es unter Kontrolle. Aber es ist schwer zu kontrollieren. Der eine
also Sturmhaube, dass die USA und Großbritannien im Ersten Weltkrieg eine große Propagandakampagne gefahren haben, vor allem gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung, ja, damals wenige unbeteiligte Dritte, gegenüber denen sie sich rechtfertigen mussten. Das ist gut erforscht und gut bekannt, vor allem in der Linken. Soweit ich informiert bin, ich weiß nicht, auf wen du dich da jetzt konkret beziehst. Der einzige Weg, den man kontrolliert, ist der, dass man sich mäßigt, dass man sagt, es sind Fehler passiert, aber man kann die Fehler korrigieren, indem man sagt, okay, wir hören auf, wir gehen auseinander. Und das ist in der Konfliktforschung bekannt. Also wenn Hooligans in einem Stadion, wir müssen jetzt nicht USA und Russland oder Iran und Israel nehmen, wenn Hooligans in einem Stadion aufeinander losgehen, dann geht die Polizei ja nicht hin und sagt, schauen wir uns beide Gruppen an, entscheiden uns für eine und bewaffnen die noch mit Raketenwerfern oder Flammenwerfern zum Beispiel. Nie, sondern es ist immer das Gleiche. Sie sagt, geht auseinander und dann wird entwaffnet und dann werden die Leute beruhigt. Das ist immer, das macht auch ein Lehrer in der Schule, wenn da zwei Jungs sich schlagen, dann nimmt man die auseinander. Das ist auch im Sport so, da gibt es die rote Karte und einer geht weg. Also überall das, was wir ja kennen, wird immer gesagt, nein, nicht in die Gewalt. Und was wirklich erstaunlich ist, dass jetzt in Deutschland ein Diskurs ist von, na doch, wir sollten ein bisschen noch tiefer in die Gewalt gehen. Ich kann wirklich da. Ja, weil wir uns, also den Unterschied, den kann ich relativ leicht tatsächlich erklären, auch wenn das, also wenn man das jetzt mal moralisch betrachtet, bei innerstaatlichen Konflikten, da haben wir eine höchste Gewalt, nämlich den Staat, der die Lage befrieden will, der eben sein Gewaltmonopol aufrechterhalten und durchsetzen will. Und der ist natürlich daran interessiert, dass es innerstaatlich nicht zu schwereren Konflikten kommt. Also es wäre ja idiotisch, Konflikte anzuheizen, die das staatliche Gewaltmonopol irgendwie in Frage stellen. Aber bei Konflikten zwischen Staaten, da sind wir auf der Ebene höchster Gewalt. Da gibt es ja keine höhere Gewalt, die irgendwie ein Interesse daran haben könnte, diesen Konflikt zu befrieden. Da müssen die Staaten von selbst, also Frieden wollen, sonst kommt es halt zu keinem Frieden. Also das ist ja der Unterschied. Bei innerstaatlichen Konflikten gibt es eine höhere Gewalt, bei zwischenstaatlichen Konflikten eben nicht. Davon abhaken. Ja, die Gewaltspirale, sie nimmt immer weiter zu. Und Genau. man hat wirklich den Eindruck, jetzt auch, wir haben ja gerade schon über Macron gesprochen, Ja. über seine Aussage, dass er womöglich, dass man auch über NATO-Bodentruppen Völlig. sprechen muss. Das ist ja genau das, was Sie gerade beschreiben, dass man eben die eine Partei weiter stärker macht und noch ausrüstet. Darum ist Macron für mich ein Kriegstreiber. Ja. Aber warum jetzt ausgerechnet Macron? Weil er war ja im Grunde genommen auch einer, der immer noch das Gespräch zu Putin gesucht hat und jetzt ist er der Ich weiß es. vorderste Kriegstreiber. Das Ich ist weiß. wahrscheinlich dann auch viel Spekulation, aber es kommt ja zu Ich kenne einem. ihn nicht persönlich. Ich sage nur, Boris Johnson zum Beispiel war britischer Premierminister und er hat eigentlich dann die Gespräche in Istanbul, die Friedensgespräche verhindert. Also Sturmhaube, es ist jetzt gerade ein bisschen blöd, da wir hier auf ein Video reagieren, wo es nicht um das Thema geht, aber ja, Deutschland hätte Österreich-Ungarn damals nicht vollkommene Unterstützung auf dem Balkan zusichern dürfen. Also Deutschland hätte sich da möglichst entweder neutral verhalten sollen oder seinen Verbündeten zurückpfeifen sollen. Und es hätte sich nicht in Feindschaft zu Russland begeben dürfen. Also das war, glaube ich, der größte Fehler der deutschen Außenpolitik, dass man ja sich nicht mit Russland gut gestellt hat. Also Das ist auch ein Kriegstreiber. Und dann Joe Biden ist auch ein Kriegstreiber, liefert Waffen an Netanyahu, liefert Waffen an Zelensky. Also, es sind leider viele Kriegstreiber da. Und man kann nicht sagen, sie sind nur in Frankreich oder sie sind nur in Deutschland. In Deutschland, die größte Kriegstreiberin in Deutschland, die mir sehr auffällt, ist Strack-Zimmermann von der FDP. Aber auch Direkt CDU. gefolgt von Herrn Kiesewetter. Kiesewetter und auch Merz von der CDU. Also es sind leider, das müssen die Menschen verstehen, dass diese Kriegstreiber real sind. Und an ihren Worten werdet ihr sie erkennen und an ihren Taten. Es ist ja, wenn man den untersucht, wie ist man eigentlich in den Ersten Weltkrieg reingekommen oder wie ist man in den Zweiten Weltkrieg reingekommen oder wie ist der Vietnamkrieg ausgebrochen oder wie ist es eigentlich passiert, dass man Libyen in Schutt und Asche gelegt hat 2011? Ja, wenn ich diese Dossiers anschaue, ist immer das Gleiche. Zuerst sprechen die Kriegstreiber und die sagen, man muss Gewalt einsetzen und hier die Waffen und die Rüstungsindustrie sagt, ja, sehr gut, hier hast du noch einen Zustupf. Es ist immer das Gleiche. Aber man sollte eben den Kriegstreibern nicht folgen.
Interessant ist jetzt ja aber bei dieser Aussage von Macron, dass sie zu einem Zeitpunkt kommt, in dem die ukrainische, das ukrainische Heer, das ukrainische Militär am Boden liegt. Ist mittlerweile auch in den Mainstream-Medien, in den deutschsprachigen angekommen, dass, dass wahrscheinlich dieser Krieg nicht gewonnen werden kann von ukrainischer Seite aus. Und genau zu diesem Zeitpunkt sagt Macron, wir müssen Bodentruppen da in das Kriegsgebiet schicken. Oder es darf zumindest nicht mehr ausgeschlossen werden. Also da ist ja der Zeitpunkt doch sehr interessant, wie ich finde. Aber wie sehen Sie denn jetzt, Herr Ganser, auch die Rolle von Deutschland und von Olaf Scholz? Denn es wird jetzt ja immer wieder gesagt, dass, oder betont, dass wir hier ja in dieser Hinsicht doch noch Glück haben mit einem deutschen Bundeskanzler, der ja doch zu viel Zurückhaltung aufruft und immer wieder betont, dass, dass wir dort keine Kriegspartei werden dürfen. Also haben wir in Deutschland mit dem Bundeskanzler Scholz da in dem Fall dann doch Glück? Es kommt halt immer darauf an, wo man die Messlatte legt. Ja? Also ich finde natürlich gut, dass Olaf Scholz sagt, wir schicken keine Bodentruppen in die Ukraine. Und ich bin natürlich überrascht und auch ja, also befremdet, dass der Präsident von Frankreich genau das sagt, dass er das tun will. Er hat es aber auch noch nicht gemacht. Das ist jetzt einfach ein Krieg der Worte. Aber ich bin auf der anderen Seite von Olaf Scholz auch völlig enttäuscht, weil er hat zum Beispiel den Terroranschlag auf die Nord Stream Pipelines nicht aufgeklärt. Und er hat sich immer wieder sozusagen dem amerikanischen Druck auch gebeugt. Die Amerikaner gesagt haben, Deutschland soll jetzt Leopard-Panzer liefern, oder? Hat er zuerst gesagt, nein, ich will nicht, das ist eine rote Linie und dann bricht er wieder. Also es ist jetzt auch keine Person, in der ich viel Vertrauen habe. Aber zumindest muss man ihm jetzt zugutehalten, dass er in der Frage um Taurus-Lieferungen doch noch eher zurückhaltend ist. Also in dieser Hinsicht kann man er sagt wieder, es ist eine rote Linie, nur das ist halt Frage. Jemand, der gesagt hat, hier ist eine rote Linie und dann ist er darüber gegangen. Jetzt sagt er, Taurus ist eine rote Linie, aber dann kommt ja immer das Gleiche, dann kommt Strack-Zimmer und dann kommen die anderen und dann kommt Merz oder, von der CDU und sagt, ja, der Kanzler zögert. Der zögert. Wenn man nicht in den Krieg geht, ist das kein Zögern. Sondern das ist richtig, er deeskaliert. Also man muss eben schauen, der Informationskrieg läuft mit den Worten, oder? Man denkt dann, Zögern ist etwas Schlechtes, wenn man sagen würde, der Kanzler deeskaliert, das müsste man schreiben. Dann würden die meisten denken, ah, das ist eigentlich noch gut, dass er deeskaliert.